Darum geht's. Denn wenn wir genug Energie in unseren Zellen haben, brauchen wir unserem Körper nicht sagen, was er zu tun hat. Denn wir sagen dem Körper ja auch nicht, jetzt geh verdauen, jetzt geh heilen, jetzt mach das. Der Körper kann das. Aber woran es meistens fehlt, ist die Energie, die wir brauchen, um in diese Heilung zu gehen. Und diese Energie lässt sich messen an den ATP, also ATP-Werten unserer Zellen. Und die Healy-Forschung, die ja eigentlich auch aus dem Time Waver kommt, und da wird uns Victoria später was dazu erzählen, ist ja schon seit 12 Jahren da. Und da haben wir festgestellt, dass nur mit dem Healy diese ATP-Level, also diese Energiewerte in den Mitochondrien unserer Zellen, also in den Kraftwerken, um 400% zunehmen. Und das ist doch spannend. Denn dann brauche ich mir ja nur anschauen, dass jede Krankheit ja eigentlich durch Stress kreiert wird.